Ein inklusives Kunstprojekt für alle, das gibt es gerade im Reutlinger Stadtteil Orschel-Hagen. Seit Montag wird hier die große Außenwand eines Supermarkts bemalt, und zwar von jedem, der gerade Zeit und Lust hat. Das Ganze steht unter dem Motto »Fantastische Unterwasserwelt«. Und wie diese Unterwasserwelt aussieht, haben wir uns gestern angeschaut. Tiere, Pflanzen und Meer zieren ab sofort die Außenwand eines Supermarkts auf dem Dresdner Platz. Vorher sei die Wand vor allem schmutzig und trostlos gewesen. Das wollte das Orschel-Hagen-Forum ändern, ein Zusammenschluss von lokalen Personen und Institutionen. Und so entstand dann schließlich die Idee zum Kunstprojekt. Das ist ein inklusives Wandmalprojekt und das ist initiiert vom Orschel-Hagen-Forum und wird gemeinsam gemacht. Also die künstlerische Idee ist von der Künstlerin Anna Erdlenbruch, Kunststipendiatin im Kulturpark Reutlingen-Nord. Das Besondere am Projekt, jeder kann hier malen, unabhängig von Alter oder Behinderung. Was hier zählt, ist in erster Linie die Gemeinschaft und das gemeinsame Ziel, seinen Stadtteil zu verschönern. Damit auch wirklich alle beim inklusiven Kunstprojekt teilnehmen können, wurde einiges für die Barrierefreiheit gemacht. Also, dass man an die Wand hinkommen kann, dass man im Rollstuhl sitzend malen kann, dass man stehend malen kann. Wir haben geschaut, dass die Methoden angepasst werden. Man kann frei malen, man kann sich gegenseitig unterstützen, in der Gruppe malen. Wir haben aber auch Schablonen, sodass man quasi etwas vorzeichnen kann oder auch ausmalen kann. Unter dem Motto »Fantastische Unterwasserwelt« entstehen hier viele verschiedene Meeresbewohner. Aber der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt und so lassen sich auch die ein oder anderen Dinge entdecken, die man normalerweise eher nicht im Meer vermutet. Um die 100 Leute haben ihre Zeichnungen bereits auf der Wand verewigt. Bei einigen haben wir mal nachgefragt, wie sie das Projekt finden und was sie inspiriert. Und das soll Rapperzhofen von Anna die Wohnung sein. Weil Anna und ich schlafen ja zusammen in diesem Haus drin und daraufhin habe ich mich entschieden und finde es auch sehr cool, wie sie da wohnt und so. Ich male ja sehr gerne, weil ich male am Mittwoch in der Kunsttherapie und da kann ich richtig meine Sorgen abschalten. Ich arbeite genau da und habe ich gesehen, dass es hier cool ist und dann dachte ich mir, male ich mal was. Und deswegen, da ist mein Büro, dann kann ich das jeden Tag betrachten. Also ich habe ein Seepferdchen gemalt, den da. Und ich habe eine Schildkröte gemalt, aber sie ist noch nicht fertig. Der Fantasie kann hier also freien Lauf gelassen werden. Unterstützt wird das Projekt von verschiedenen Kooperationspartnern. So hat zum Beispiel die Stadt Reutlingen 3.000 Euro gespendet. Und die benachbarte Bäckerei bietet kostenlose Verpflegung für hungrige Maler an. Am Freitag ist dann ein Abschlussfest geplant, um die neue Wand und die Gemeinschaft zu feiern. Gemacht von Orschel-Hagen für Orschel-Hagen.